Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne. Und ich bin Mojo D und nein, Moment, das bin ich ja gar nicht. Warte. Ja, guten Morgen. Ich nehme euch heute mit. Moment, das bin ich aber auch nicht. So, jetzt aber Hallöchen, meine Lieben. Und die Kamera zeigt ein bisschen hoch, weil ich habe kleine Probleme mit meinem Stativ. Die Kamera ist einfach viel zu schwer für dieses Stativ. Und wenn ich es nicht in einem gewissen Winkel arretiere und so den Schwerpunkt ausbalanciere, dann klock, fällt es einfach herunter. Von daher freuen wir uns mal hier mit an. Und ich bin gerade beim Frühstücken auf dem Balkon. Ich habe meinen Getreidekaffee. Ich habe Reiswaffeln mit veganem Frischkäse und Marmelade. Das ist meine Stärkung für heute, weil wir gehen heute raus ins reale Leben und werden da etwas zum Zeichnen finden. Ja, und ihr habt bestimmt, wo ich das finde. Ja, und zwar der ein oder andere von euch wird vielleicht so Instagram entscheidet, das und das Videos kennen. Und ich habe ab und zu mal welche davon geschaut, fand die auch teilweise ganz cool. Hatte aber jetzt gar nicht überlegt, selber mal sowas zu machen. Aber als es dann darum ging, okay, Zeichnen macht gerade total Spaß, täglich Zeichnen macht riesig Spaß und ich merke auch, wie ich da Übung bekomme und es macht mir Spaß, alles Mögliche zu zeichnen. Also nicht nur Dinge, die ich an mir auswähle, sondern auch Dinge, die ein Instagram ausgewählt hat und sowas. Und da habe ich gestern ein Video gesehen, wo jemand meinte, hey, geh einfach mal vor die Tür und zeichne, was du siehst. Und dann dachte ich mir, das lässt sich doch eigentlich super kombinieren und habe dann euch auf Instagram acht Auswahlmöglichkeiten gegeben, dass ihr so ein bisschen meinen Weg bestimmt, wo ich dann mein Motiv finde. Also zum Beispiel aus der Haustür rechts und aus der Haustür raus und dann rechts oder links und das Ergebnis war jetzt rechts. Dann so und so viele Minuten laufen, abbiegen, Schritte und so weiter und so fort. Ja, und diesen Weg werde ich jetzt nach dem Frühstück mal ablaufen, bewaffnet mit Kamera und mit Zeichenblock und Stiften und werde dann an dem Ort, an dem ich ankomme, einfach mal schauen, was da so auf mich wartet. Es kann natürlich sein, dass nicht genau nach dieser Anzahl Minuten oder dieser Anzahl von Schritten eine Abbiegung dann erfolgt. Dann werde ich es aber so machen, dass ich die nächstmögliche Abbiegung vor oder hinter mir, also wenn zum Beispiel direkt hinter mir eine Straße dann links reingeht, nehme ich die. Wenn da vorne eine Straße links reingeht und das die nächste ist, nehme ich die. Ja, ich glaube, das waren so alles, was dazu wichtig ist und frühstücken und los geht's. So, aus der Haustür rechts. Ich stehe rechts und jetzt gehen wir 3 Minuten gerade aus. Und wir stellen den Timer auf 2 Minuten und gehen wir los. So, ich habe die Zielkoordinate erreicht. Habe jetzt auch schon was gesehen, was ich zeichnen möchte. Hier sind nämlich ein paar Pflanzen zum Glück. Ansonsten gebäudetechnisch ist das jetzt hier nicht so auffällig berauschend. Ich denke mal, es bleibt bei den Pflanzen. So, ich bin zurück in meinem Garten und verschiedene Erkenntnisse. Nämlich erstens, es ist viel zu warm heute für mich, um draußen rumzulaufen. Es hat irgendwie 31, 32 Grad und ab 30 Grad bin ich quasi nicht mehr lebensfähig. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt in diesen schönen Schatten hier zurückgezogen. Und die andere Sache ist, es gab meistens nichts zum Hinsetzen. Also ich hätte mich irgendwie hinhocken müssen und lange in der Hocke, das ist super nervig und ätzend für die Fußgelenke und macht dann auch nicht so richtig Spaß. Also vielleicht das nächste Mal irgendeine Sitzmöglichkeit, ein Campinghocker oder sowas, habe ich nicht, aber vielleicht ist sowas mal eine Alternative. Oder ich habe auf jeden Fall gemerkt, es ist cool, einfach mal durch die Straßen zu schlendern und die Augen offen zu halten und ja, Inspiration in der Umgebung zu finden. Und ich bin jetzt diesen Weg der Anleitung mehrmals abgelaufen und habe dann jeweils mich umgeguckt, okay, was kann ich an dieser Stelle fotografieren als Motiv, um es dann zu sketchen oder auf Papier zu bringen, grob oder fein. Und ich habe am Anfang dann eben, wie ich euch gezeigt habe, einfach ein paar Blumenblätter gefunden. Da habe ich jetzt Fotos von gemacht. Die kann ich euch gerne mal einblenden, damit ihr das seht.
Dann an der nächsten Station war ich dann an den Bahnschienen und hatte dann Blick auf den Henninger Turm mit irgendwie so ein paar Masten und was weiß ich und Leitungen und dachte mir, okay, das wäre dann vielleicht so das nächste Motiv. Dann als nächstes habe ich ein Haus fotografiert. Da habe ich jetzt hoffentlich die Personen und so unkenntlich gemacht. Und zum Schluss habe ich dann noch eine Parkbank mit einem Baum fotografiert. Dadurch ist leider der Kontrast ein bisschen verschwommen, also von dem Baum und dem Grün dahinter, was eigentlich genauso aussieht. Aber ich denke, das kriege ich trotzdem hin. Ich würde gerne, ganz gerne einfach quasi nur den Baum mit der Parkbank und vielleicht noch dem Mülleimer. Das fand ich eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild, so zum Sketchen. Ja. Gucken wir einfach mal, was ich draus mache. Ich werde mir jetzt die Bilder aufs Handy ziehen und dann einfach mal, ja, versuchen sie zu malen. Das Gute ist, jetzt wo ich hier bin, kann ich auch mein großes Sketchbook verwenden, in dem ich einfach viel lieber male und in dem ich mich halt auch frei entscheiden kann, wie ich koloriere. Ob ich überhaupt koloriere, ob ich Wasser nehme, ob ich Filzstifte nehme, etc. pp. Ja, fange ich endlich mal an.
Ich bin jetzt erstmal durch für heute. Ich habe keine Konzentration mehr, ich bin müde. Ja, ich werde jetzt noch irgendwas anderes machen heute. Das sind meine fertigen Ergebnisse. Ich werde versuchen, die auch nochmal zu fotografieren vielleicht. Meine Blätter, meine Blumen. Mir ist jetzt zum Schluss noch eingefallen, dass ich die ein bisschen vermalen kann, die Filzstifte. Das hat, glaube ich, meine Blumen so ein bisschen gerettet. Aber ich habe auch wieder was gelernt. Also jedes Mal, wenn man malt, lernt man ja was dazu. Und jedes Mal macht man Fortschritte und das merke ich auch und ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mit dem Haus bin ich, nicht fertig geworden. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr was in der Aufnahme so richtig erkennen konntet oder ob ich die Aufnahme zusammengeschnitten habe, weil es dann irgendwann immer schlechter sichtbar wurde wegen den Sonnenflecken. Aber ja, das ist so, dass, wie weit ich heute gekommen bin. Ich werde dieses Haus aber noch fertigstellen. Zumindest mit Kuli. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ob ich es koloriere, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich mache dann, glaube ich, einfach so einen Marker-Hintergrund so ein bisschen, dass es ein bisschen raussteht. Ja, aber auch das hat Spaß gemacht. Ja, ihr könnt mir gerne mal erzählen, wie euch das gefallen hat, ob ich euch die Idee gefallen hat, ob ihr das total blöd findet oder ob ihr irgendwelche Ideen habt, wie man das noch ein bisschen vielleicht verbessern kann. Aber es hat mir auf jeden Fall heute schon Spaß gemacht. Auch eine schöne Möglichkeit, einfach mal neue Motive zu entdecken. Ich denke mal, ich werde jetzt auch häufiger mit offenen Augen durch die Welt rennen im Sinne von Fotomotiven, dass ich dann mal kurz das Handy raushole oder wenn ich die Kamera dabei habe und mal Fotos schieße, oh, das könnte ich skizzieren, das könnte ich skizzieren. Weil am Anfang braucht man halt einfach noch Referenzen, bis man es dann irgendwann so viel im Kopf hat, dass man ja auch einfach frei Kopf malen kann. Also danke erstmal euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.